So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Geht gleich los und wir machen einfach weiter. Gucken, ob wir Aufträge bekommen können und so weiter. Ne? Alles, was unser Herz begehrt. So, genau. Ich würde mir jetzt gleich mal, ja, die Saat da holen und dann versuchen, das zu dem Baum zu bringen. Wo war denn diese Saat? Irgendwo da drüben war das, ne? Irgendwo da drüben war diese Saat. Die würde ich mir auf jeden Fall jetzt mal versuchen zu schnappen. Und dann hoffen, dass ich die zu dem Baum bringen kann. Ist wahrscheinlich egal, zu welchem Baum oder so. Ja, wir werden es gleich wissen. Wir werden gleich schlauer sein. So. Die war hier unterhalb irgendwo. Auf dem Ding war ich nämlich drauf und dann war irgendwo da unterhalb... Da ist ja auch eingezeichnet schon wieder. Gut, dann können wir nämlich hier auf dem Turm starten. Wir müssen ja erstmal ein bisschen was sammeln, sonst können wir, brauchen wir gar nicht anfangen. Wenn wir gleich drauf gehen, brauchen wir gar nicht starten. So, das ist klar. Oh, hier ist wieder... Ist hier immer eine blaue Kiste oder ist das jetzt Zufall, dass hier einfach zum zweiten Mal schon eine blaue Kiste ist? Das ist ja richtig nice. So. Und wir sind voll. Da unten ist die Saat. So, wo muss die jetzt hin? Auch würdest du unseren tapferen Freiwilligen zum unheimlichen Nullpunkt-Energie ausstrahlenden Baum bringen? Ja, welcher ist das denn? Also, hallo, Maus. War ich mit der Person hier schon? Ich glaube, mit der Person habe ich schon mal gequatscht. Hallo? Hoffe ich jetzt zumindest mal. Ja, wo ist denn dieser jetzt Nullpunkt ausstrahlende Baum? Dings. Nullpunkt Energie ausstrahlend, aber auch. Whatever. Whatever. Karte. Aufträge. Gute Vibes. Bringe Bushranger zum Realitätsbaum. Ach, es muss hierhin sein. Okay, das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig, weil in einer Minute 43 zieht sich hier alles zusammen. Das ist doof. Das ist doof. Komme ich da irgendwie schnell hin? Ich meine, so weit ist es jetzt auch nicht. So weit ist es eigentlich auch nicht, wenn ich... Wenn ich ein bisschen Gas gebe, sollte das in der Zeit schon drin sein. Ups. Okay, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. So, ich kann jetzt zum Glück hier noch ganz gut den... Ja, ich kann bis dahin ja mit dem Boot... Oh mein Gott, ich kann bis dahin mit dem Boot fahren. Fährt einer im Boot hinter mir her, oder was? Junge, ich bin auf Mission, lass mich in Ruhe. Okay, wir schaffen's. Nice. Wir haben's echt geschafft in der Zeit. Ich werde bekloppt. Okay, Buschi, du musst sehr gut. Schlaf, Essens... Traumtagebuch führen. Und vielleicht ein Vision Board? Ach, hast du schon. Zeig mal her. Düster, düster, ganz unheimlich. Was ist deine Mission? Okay, oh, guck mal, hier tauchen ganz viele neue Sachen auf jetzt gerade. Da oben ist irgendwas. Leise.
Okay. Oh, hier sind so Ringe. Die Ringe sind gerade aufgetaucht auf der Karte da oben. Okay, dann sammeln wir doch mal ein paar Ringe. Wo ist denn der nächste? Hier unter mir muss irgendwo ein Ring sein, oder ist das über mir? Wo sind die denn? Wo sollen denn die Ringe sein, hä? Hier, guck mal, hier sind ganz viele so Ausrufezeichen, aber ich sehe nichts. Da ist einer in der Luft. Okay, hier, hier. Zwei. Drei. Da ist einer. Komme ich da jetzt auf die Schnelle hoch? So komme ich da hoch. Vier. Einer noch. Irgendwo noch ein Ring. Da oben. Komme ich an den ran? Wie komme ich an den ran? Ich habe eine Idee. Ich bin so klug. Okay, nice. Ringe auch gesammelt. So. Okay. Aber wie geht es jetzt? Ich weiß, die Zone kommt. Wie geht es jetzt bei Dings weiter? Ah, Geräteverbindung wieder etablieren. Okay. Oh, das könnte ich sogar gleich noch schnell machen. Das könnte ich gleich noch schnell machen. Oh, scheiße. Das war zu hoch. Okay, egal. Egal. Wir haben mehr erreicht, als ich wollte. Weil wir haben jetzt dieses Saatkorn-Dings gemacht. Okay, aber ja. War dumm, was ich danach gemacht habe. Was ich danach gemacht habe, war sehr dumm. Zum Glück bin ich gesprungen, bevor ich die Ringe fertig... Also, nachdem ich die Ringe fertig... Also, ja. Okay. Gut, aber Ringe haben wir gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, mit dem Greifhaken, Arm-Ding müssen wir noch agieren. Das müssen wir auch noch machen. Eieieiei. So. Die Frage ist jetzt für mich nur... Pausiere ich kurz? Ich denke ja. So, wir sind wieder on the road. Wo wollen wir denn aussteigen? Wo ist so ein Gerät? Ja, überall hier. Okay, dann steigen wir hier aus. Dann steigen wir hier aus. Da drüben ist zum Beispiel so ein Gerät. Oha, ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber egal. Ich muss nur die Geräteverbindung etablieren. Wo ist das Ding? Danach kann ich theoretisch sterben. Nein, also will ich nicht, aber... Aber es wäre halt dann nicht so dramatisch. Okay, aber wir sollten schon uns erstmal ausrüsten. Aber sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Die blaue Waffe ist nicht bad. So, wo ist jetzt das Ding? Hier! Da muss ich hin. Einmal durchrutschen und fertig. Sehr schön. Hey, hilfst du mir beim Sammeln von Nullpunkt-Energie-Messwerten? Ich brauche eine zweite Meinung. Aber gerne doch, wenn du mir sagst, wo die sind. Da sind die scheinbar. Okay. Du hast jetzt ein Problem, mein Freund. Ich habe dich nämlich gesehen und du mich nicht.
Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo du bist. Jetzt habe ich ein Problem. Da hinten läuft einer. Okay, weg ist er. Wir probieren jetzt mal was. Ich muss ja Schaden mit Fahrzeugen noch machen. Wo sind die denn? Ja, hier mit Fahrzeugen ist, glaube ich, nicht so eine beste Idee. Schlechte Idee. Hier, das ist die gleiche. Dann kann die weg. So, lass mich mal in Ruhe. Ich will hier eigentlich nur friedlich durch. Darf ich das? Ja, sieht gut aus. Hier nehmen wir uns ein Boot. Ja, perfekt. Vorher nehmen wir uns noch die Kiste hier mit. Das kann man ersetzen. So. Gut. Ah, ne, die habe ich schon. Kann raus. Okay. Also, ich muss einmal hier hin. Da ist das Ausrufezeichen auch schon. Wie, okay, wie sammle ich das ein? Hallo. Langsam, hallo. Muss ich da durchschwimmen? Ach so. Also, die Nullpunktenergie auf der Insel ist außergewöhnlich. Im besten Fall schreibe ich eine brillante Abhandlung und gewinne Preise. Was ist das denn? Tja, da weißt du. So, da drüben ist der dritte, der zweite. Zack. Ich glaube, der Nullpunkt will uns etwas mitteilen. Und da drüben ist der dritte. Und wenn ich ihn nicht rechtzeitig verstehe, wer dann? So sieht's aus. Sehr nice. Dann glaube ich, dass die Befreiung des Nullpunkts. Aber jetzt ist mein Boot weg. Nee, da ist mein Boot. Trotz all meiner Berechnungen. Ja. Ich habe verstanden, dass ich hier nicht willkommen bin. Sollte das alles schlimm enden, ist das letztlich meine Schuld. So. Rein da, weg. Erstmal raus hier. So. Okay. Ich hätte sogar so eine Kiste. So ein Turm. Im Angebot. Vielleicht kann ich den ja nutzen. Sieht aber nicht so aus. Okay, jetzt wäre wieder etabliere eine Geräteverbindung. Ist ja was in der Nähe, wo ich die etablieren kann? Ja, tatsächlich wäre da was in der Nähe. Okay. Vielleicht komme ich da ja auf die Schnelle hin. Hätte ich nichts dagegen. Machen wir ein bisschen Story weiter. Während wir andere Dinge tun. Ja, warum nicht? Hui! Okay, das wechseln wir aus. Hier ein Purzelbaum in der Nähe. Nee, das ist kein Purzelbaum. Bist du ein Purzelbaum? Oh shit. Nee, du bist auch kein Purzelbaum. Schade.
Na gut. So, Geräteverbindung etablieren. Das müsste jetzt aber gleich hier sein. Da! Ich habe gute Neuigkeiten. Der Realitätsbaum spuckt irgendwelche seltsamen Waffen. Füge Gegnern 500 also, Schaden mit einer Star Wars Waffe. Oh. Vor allem zur Forschung, aber auch weil sie Waffen sind, die da völlig ungenutzt herumliegen. Warum also nicht? Also, okay. Also muss ich jetzt Star Wars Waffen finden und dann, oder wie, oder was? Puh. Nein, Schnauze. Wo war der Schuss? Wo kam der Schuss her? Da unten. Ich muss dir Schaden zufügen, lass mich dir Schaden zufügen. Danke. Auch wenn es nicht viel war. Okay, das haut nicht hin. Okay, raus da. Renne ein bisschen. Schlechte Idee. So, nachdem ich einen gebaut habe, soll ich Schaden zufügen. Wo ist er? Ach Mist. Nein. Es waren nur 5, das waren nur 30, das war zu wenig. Mist. Ah, ich hätte es haben können. So ärgerlich. Ich hätte es haben können. Hätte ich ein bisschen mehr Schaden gemacht, hätte ich es haben können. Naja. Was soll's. So, das können wir austauschen, ne? Ah, das ist das, was ich vorne habe. Never mind. Okay, wir müssen ein bisschen uns bewegen. Mann, aber das hätte... Ah, ich hätte das... Oh boy. Ich hätte das jetzt locker haben können. Wo kam der her, der Schuss? Schisch! Wo ist der Typ? Oder die Typin? Da bin ich denn dumm? Habe ich den erwischt oder war es der Typ? Sheesh! Okay, ich habe den nicht komplett erwischt scheinbar. Aber das kann man jetzt gleich ändern. Schade. 44 hat er noch gehabt. Okay. Gut. Aber wir sind... Story... Oh, ich habe rausgeklickt. Wir sind... Ja, da hast du ihn auch erwischt. Wir sind storytechnisch einen Schritt weiter. Warum nicht? Warum nicht? Auch gut. Wir haben fast die Mission mit dem tragbaren Festung-Ding gemacht. Leider nur fast. Weil ich zu wenig geschossen habe. Das war ärgerlich. Das hätte ich jetzt haben können. Aber naja, passt schon. Passt schon. So. Dann pausiere ich jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Wann habe ich mit dem Part gerade aufgehört aufzunehmen? Ich habe das mit der Star Wars Waffe geschafft, falls man... Hä? Hä? Wann ist der Part ausgegangen? Ich muss mal ganz kurz in die Aufnahme gucken. Was habt ihr zuletzt gesehen? Was habt ihr zuletzt gesehen? Oh, da ist ein Part, der ist 1934 lang. Scheiße. Wann habe ich den beendet? Und wie? Ups.
Was ist da passiert? So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. So, das ist okay. Oh. Habe ich pausiert und stattdessen die Aufnahme beendet? Bin ich dumm? Auch gut. Bin ich dumm? Wir haben fast die Mission mit dem tragbaren Festturm-Ding gemacht. Ich bin dumm. Leider nur fast. Ich bin dumm. Weil ich zu wenig geschossen habe. Das war ärgerlich. Ich bin dumm. Oh nein. Ich muss euch gleich erzählen, was ich alles gemacht habe in der Mission. Passt schon. Scheiße. Passt schon. So. Dann pausiere ich jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe super pausiert. Ich habe es beendet. Oh nein. Ups. Ich habe es beendet und nicht... Oh nein. Okay. Okay, ja, dann gehe ich... Oh, fuck. Dann gehe ich kurz in die Lobby. Ah, jetzt habt ihr ein paar Sachen nicht gesehen. Es tut mir leid. Okay, also folgendes. Wir haben ein paar Aufträge erledigt, wie ihr seht. Scheiße. Ach, Mann. Oh, es war so eine schöne Runde. Mann. Okay. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wofür ich das bekommen habe. Keine Ahnung. Das weiß ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich das Zeug bekomme hier. Aber ist egal. Wir haben es bekommen. Lol. Ja. Genau. Das habe ich bekommen für das mit dem Greifhaken. Also ich habe bei dem Indiana Jones, sieht man das jetzt noch? Jetzt sind die sind einfach weg. Abgeschlossene Aufträge sieht man nicht nochmal. Ach, das ist doch scheiße. Also, wir waren, wo haben wir denn gestartet? Wir haben hier gestartet, dann habe ich hier eine Truhe aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren mal kurz hier hin. Weil hier war dieses zerstöre Gebäude mit der EC-Blabla-Waffe. Und die hat man auch hier gefunden. Gleichzeitig war diese EC-Blabla-Waffe aber eine von den Star-Wars-Waffen. Weshalb ich dann eben Schaden mit der Star-Wars-Waffe zufügen konnte. Weshalb ich jetzt auch bei Gute Vibes die nächste Geräteverbindung gleich wieder etablieren kann. So, das wird jetzt hier auch schon weitergehen. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Aufträge. Dann habe ich noch ein bisschen Schaden gemacht mit dem Fahrzeug. Ich glaube, da haben wir jetzt auch den Auftrag geschafft. Ja, der ist jetzt auch weg. Schaden mit Fahrzeug machen. Bei Indiana Jones wird er noch aufgebaut. Da sind es 407. Aber da unten waren es nämlich 250 oder sowas. Ah, es tut mir leid, es hat jetzt keiner gesehen. Ach, dumm. Dumm. Richtig dumm. Richtig dumm. Aber ich glaube, das war alles. Ich glaube, das war alles. Ah, das ärgert mich jetzt wieder massiv, ne? Das ärgert mich jetzt wirklich massiv. Ach, das ist doch scheiße. Okay, ich muss beachten, ob ich die Aufnahme... Oh mein Gott. Ja. Habe ich gut gemacht. Habe ich richtig toll gemacht. Also bin ich stolz auf mich. Scheiße. Ah, okay, also der Part ist bisher 20 Minuten. So, wenn ich nochmal 20 Minuten jetzt eine Runde spiele, dann... Ja, okay. Haben wir ungefähr 40 Minuten. Plus Aufnahme pausieren. Ich muss auf Minus gedrückt haben, weil ich sage noch so, ich pausiere die Aufnahme und dann ist die Aufnahme einfach vorbei. Ja. Ja, das war dumm. Hilft nichts. Hilft nichts. Aber ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas gemacht habe. Das mit den Ringen habt ihr gesehen. Das mit den Ringen war in dem Part, also in der Mission davor, ne? Wo ich die Ringe gesammelt habe. Das müsste da schon gewesen sein. Was war denn sonst noch? Ja gut, es war eigentlich ganz lustig, wo ich den Schaden mit dem Fahrzeug gemacht habe, weil ich habe einen so lange angefahren, bis der wirklich tot war. So, der hat einfach gegen meinen LKW, hat er nichts ausrichten können. Das sah ganz lustig aus, leider seht ihr es jetzt nicht. Blöd. Blöd gelaufen. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich halt noch Schaden mit dem Star Wars Ding gemacht. Was auch eine coole Waffe ist. Also wenn man bei so einem Lager ist von den Star Wars Typen da, von den Troopers da, oder wie die heißen, dann kann man sich da ganz gut Waffen mitnehmen. Vor allem die Waffe hat unendlich Munition und da halt so eine Abklingzeit. Also, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, was machen wir jetzt?
Okay, das... Ich würde fast sagen, wir gehen zu dem Relikt. Wir machen die zwei Relikte hier. Da kommen wir nämlich ganz gut vorbei, gleich am Anfang. So machen wir das. So machen wir das. Okay. Das ist nämlich da drüben. Das sollte ich genau jetzt hinfliegen können. Raus hier. Okay. Und der Star Wars ist da drüben. Okay. Aber es gibt eben auch dann die Lehrerin, der landet. Der hat mehrere Orte, wo er landen kann und überall, wo er landen könnte. Da ist nämlich diese Geschichte mit dem, was ich gerade gesagt habe. Okay. So, dann sammeln wir jetzt hier erstmal ein bisschen Zeug zusammen. Da sind wir auch schon öfter gelandet. Das sollten wir jetzt auch ungestört sein. Weil hier landen eigentlich recht selten Leute. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, erstmal komische Waffe. Ist hier drin irgendwas zum Holen? Okay, das ist jetzt eher ernüchternd. Das ist jetzt sehr ernüchternd. Muss ich gestehen. Scheiße. Okay, wahrscheinlich landen deswegen auch die Leute hier nicht, weil ich halt einfach... Oh, habe ich mit dir schon mal gequatscht? Wenn ich mit dir noch nicht gequatscht habe, haben wir gleich einen neuen Charakter. Moin. Mit dem habe ich... Nice, mit dem habe ich noch nicht gequatscht. Der Besucher, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch mal mit dem Besucher gequatscht. Wie komme ich hier rein? Hier ist eine Truhe drin. Ich muss oben sein, okay. Ah, auf dem Dach. Okay. Ah, das sieht doch jetzt waffentechnisch schon ein bisschen besser aus. Das sieht doch jetzt waffentechnisch schon ein bisschen besser aus. Was ist da drin? Ah, Kopfgeldtafel. Oh, so das Sägeding. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht finde ich ein paar Bäume, die ich stürzen kann. So, und da drüben, wo ist der blaue Strahl? War schon da, ne? Ja, ist da richtig, okay. So. Und hier finde ich jetzt... Okay, es ist auch eingezeichnet. Es ist... Ich mag das, dass die Sachen eingezeichnet sind. Das macht alles sehr viel leichter. So. Ach so, das ist... Okay, ich habe das damals auch schon gesammelt. Aber dann eben leider nicht vollständig weitergemacht. Ich muss jetzt noch zu dem anderen. So, man muss beides an einem Stück... Okay, ich verstehe. Man muss beides in einem Stück machen. Gut, dann gehen wir da jetzt auch noch hin. In der Hoffnung, dass ich nicht abgeschossen werde. Das wäre jetzt nicht so cool. Hier sind leider keine Purzelbäume. So, ich kann hier nichts tun. Oh, besuche Tankstellen. Okay, hier ist eine Tankstelle. Interessant. Oh, das war eine tägliche Aufgabe. Okay. Habe ich nichts dagegen? Ach, hier ist eine Tankstelle, tatsächlich. Munition, sehr wichtig. Vor allem für meine Sniper, die bisher... Lol. Was ich auch... Stimmt, das hatte ich auch gerade rausgefunden. Es zählt, wenn man diese Viecher angreift, das zählt auch als Schaden an Gegnern mit einem Fahrzeug. Oder auch nicht. Hä? Wieso zählt das jetzt nicht? Wieso zählt das jetzt nicht? Hä? Oder war das eine... Okay, wahrscheinlich zählt es dann doch nicht. Hä, hey, aber vorne hat es gezählt, dass ich das Lama umgefahren habe. Ja, gut, keine Ahnung. Jetzt zählt es irgendwie nicht. Na gut, so, wir müssen ganz schnell das andere Ding von Indiana Jones finden.
Dann haben wir den Burger vollständig. Wo ist der Burger? Weil wir müssen uns auch beeilen, die Zone kommt schon wieder bedrohlich näher. Wo ist der Burger? Da drüben ist was eingezeichnet. Hier. Es ist die Tafel. Hä? Ah, dann ist der Burger unten. Dann ist der unten, der Burger. Ja, da ist er. Okay, dann haben wir das. Sehr schön. Burgerrelikt gefunden. So. Oh, hier ist auch jemand zum Quatschen. Aber ich glaube, das ist dieser Sonne-Mond-Dings. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Wie, oder hieß der irgendwie so? Sonnenvogel. Ja, ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, den kennen wir schon. So. Sonne-Mond-Dings. Ja. Genau so heißt der. Okay. Wo ist jetzt mein Auto da? Weil dann nehmen wir das Auto und hauen ab. Vielleicht habe ich ja Glück und finde irgendwo noch einen Gegner auf dem Weg, den ich umfahren könnte. Dann hätten wir das auch gleich mit weg. Lol, man sieht voll die Spur von dem Lama. Hat was. Wo muss ich eigentlich längs? Da längs. Okay, wir sollten auf der Straße fahren. Das ist, glaube ich, schlauer. Passt auch richtungstechnisch ganz gut. Sehr schön. Oh, da drüben wird irgendwo geschossen. Aber es ist mir alles noch zu nah. Weil die werden jetzt sowieso von der Zone eingeholt. Also, ja, schlechte Idee, sich da jetzt aufzuhalten. Drum besser mal einen Abflug machen. So, dann kann ich hier rüberfahren. Ah, leider kein Gegner hier gerade am Rummeln. Ah, Geräte-Dings etablieren. Wenn wir schon hier vorbeikommen. Sehr schön. Wir haben Gäste. Das Fundament nennt sie Sturmtruppler. Ich nenne sie auch Sturmtruppler. Mir fällt einfach die Zeit verspätet. Ich habe vorhin auch den Namen von denen gesucht. Ich will wissen, ich gehört. Warum die Typen hier sind. Sicher hat das mit den derzeitigen Problem des freien Nullpunkts zu tun. Genau, deswegen ist Darth Vader hier. Wegen den Problemen des freien Nullpunkts. Hat auch wieder keiner gewusst. Da unten ist einer. Oh, wenn ich den mit dem Auto jetzt irgendwie erwischen könnte, ne? Oh, das Witzige ist, der muss da jetzt raus. Und das war Schaden mit Fahrzeug. Nice! Schaden mit Fahrzeug abgeschlossen. Okay, perfekt. So. Da oben ist so ein Ding, wo ich die Star Wars Waffe vorhin geholt habe. Und wahrscheinlich muss ich da jetzt auch hin, weil der hier nämlich die Mission anzeigt, dass ich hier was machen muss. Schade. Okay, irgendwas musste ich hier machen. Okay, aber das nächste Mal dann. Das nächste Mal dann. Soll mir reichen für jetzt. Soll mir reichen für jetzt. Wir haben recht viel geschafft. In den zwei Parts haben wir recht viel geschafft. Leider ist der Part hier jetzt kürzer, als es hätte sein können, weil, ne? Ja, genau. Da sind dann nämlich die Star Wars Waffen drin. Okay. Ich gehe nochmal kurz zurück zur Lobby, dann gucken wir uns nochmal ganz kurz unseren Fortschritt an, wobei man jetzt halt nicht sieht, blöderweise, was wir jetzt abgeschlossen haben, sondern es sind nur noch die Sachen da, die man noch machen muss. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ist okay. So, Lackierung haben wir freigeschaltet und Expeditionstasche. Gut, nicht, dass mich die Expeditionstasche in irgendeiner Form reizen würde. Ich freue mich einfach nur, wenn wir Aufträge abschließen. So, da muss ich noch Truhen öffnen, dann geht es bei Indiana Jones auch weiter. Gut. Dann
Gute Vibes wäre jetzt dann, platziere Lauschgeräte bei Imperiallandeplätzen. Okay, also da muss ich zu den Plätzen und dann die Geräte platzieren. Okay, haben wir ja gerade gesehen, 1 von 3 habe ich schon. Okay, dann, ja, täglich ist nicht weiter wichtig, haben wir gemacht. Wöchentlich ist jetzt auch Woche 4 und Woche 5 schon stark reduziert. Das komische Purzelbaum-Ding ist noch. Da muss ich halt mal gucken, welche Bäume das sind, wo man Purzelbäume, also wo man die so purzeln. Ich glaube, ich weiß, welche es sind. Ich muss nur mit dem Sägeblatt da immer hinkommen. Munitionskisten durchsuchen, kein Thema. Kriegen wir hin. So. Und Realitätskorn hier oder hier setzen. Gut, kriegen wir auch hin. Brauche ich halt wieder einen Korn und dann passt das. Aber ich denke, an der Stelle kriegt man am ehesten einen Korn. Sollte funktionieren. Das, wie gesagt, nachdem ich eine Taschenfestung platziert habe, 30 Sekunden, hatte ich fast geschafft. Leider nicht ganz abgeschlossen. Schaden mit DMR von oben. Das ist einfach was, was man auch mit der Zeit machen muss. Und wenn ich das Sägeblattding habe, auch mal hier die Riesenpilze kaputt machen. Also das ist alles jetzt nichts dramatisch Wichtiges. So, das läuft automatisch einfach durch. Ach so, und die Dinger bekommt man ja über die wöchentlichen... Ja, genau. Okay, verstanden. Gut. Hier schließen wir ab. Wir sind Level 51. Wir haben so ungefähr Halbzeit erreicht. Bin mal gespannt, wie schnell wir weiterleveln werden. Da haben wir jetzt auch noch ein paar neue Kollegen. Den Besucher und die Eevee haben wir gefunden. Geangelt haben wir nichts Neues. Okay. Gut. Da fehlen immer noch ganz schön viele. Okay. Dann schließe ich hier ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Jetzt schließe ich aber richtig ab.